Hey, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ari. Zusammen sind wir Legion Dire Force. Willkommen zur neuen Folge von Film Geek. Yo, Jay. Yo. Bevor wir diese Serienfehlerfolge machen, musst du mir noch verraten, was du in die Pasta von letzten Sonntag reingemacht hattest, weil. Das war spicy, Mann. Wie wär's damit? Wenn du mich in Schere, Stein, Papier besiegen kannst, sag ich dir vor der Serienfehlerfolge. Ansonsten danach. Du weißt, dass ich der ungeschlagene König in Schere, Stein, Papier bin. Schere, Stein, Papier! Fangen wir an. Den kommenden Fehler verdanken wir dem aufmerksamen Instagram-Follower 2374. Und nein, er ist nicht unser 2374. Follower, das ist einfach nur sein Name auf Instagram. Es beginnt mit einer ganz normalen amerikanischen Familie. Ein Dad, eine Mom, ein Sohn, eine Tochter, ein viel zu intelligentes Baby, ein sprechender Hund und ein Alien. Achso nein, das mit dem Alien war was anderes. Okay, zugegebenermaßen vielleicht doch nicht so normal. Diesmal geht es um die 6. Episode der 11. Staffel von Family Guy, in der Lois ihren großen Tag hat. Überraschung! Also ihren Geburtstag. In Anbetracht dessen plant die ganze Familie eine fette Überraschungsparty und die gelingt wirklich gut. Alles ist schön, bis Peter nach ein paar Sekunden alles zerstört mit einer Rede, die wirklich unangebracht ist. Was einst ein paar beeindruckender aufrechter Berggipfel war, hat sich in einen öden, verwüsteten Erdrutsch verwandelt. Ah, Cut! Auszeit! Auszeit! Ausgelöst durch die Rede verfällt Lois in eine Art Midlife-Crisis und überrascht die ganze Familie mit ihrem neuen Auftreten. Getrieben davon, wieder jung sein zu wollen, macht sie das einzig Logische. Sie geht auf ein Justin Bieber-Konzert und schleicht sich in seinen Backstage-Bereich. Und da passiert es. Lady, alles okay bei Ihnen? Brauchen Sie einen Arzt? Ich habe wirklich keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Das war nicht nur ein ausgekugelter Arm. Ihr Arm war komplett ab. Also ich kenne das, wenn eine Frau einen anmachen möchte und den Träger von der Schulter rutschen lässt. Aber nicht die Schulter selbst. Zum Glück ist dieser anatomische Unfall den Synchronisationsstudios im Nachhinein aufgefallen, wodurch sie diesen Fehler beheben konnten. So gibt es jetzt einmal die seltsame Version mit dem schwebenden Arm und eine Version, in der alles korrigiert wurde und ihre Schulter bzw. ihre Nicht-Schulter von ihren Haaren verdeckt wird. Also Ladies, falls ihr irgendwann mal in der Midlife-Crisis steckt, passt auf eure Schulter auf. Ein ganz genaues Auge hatte auch der nächste Zuschauer, deshalb auch ein riesiges Lob und Dankeschön an den Instagram-User @kura_nachtkind für den folgenden Fehler. Thank you, this is very much appreciated. Und zwar geht es um eine der ersten Folgen mit den nerdigen Wissenschaftlern, The Big Bang Theory. Genau genommen um die 5. Folge der ersten Staffel, die mit einem Musikstück für uns beginnt. Hier probt ein Streichquartett in der WG der uns bekannten Wissenschaftler. Unter ihnen Leonard und eine seiner Kolleginnen, Leslie Winkle, die nebenbei bemerkt, Leonard sehr seltsame Komplimente macht. Ich bewundere deine Fingertechnik. Vielleicht magst du sie mal auf meinem Instrument ausprobieren. Okay. Jedenfalls vergehen hier nach Abspann keine 20 Sekunden und wir kriegen hier schon direkt einen ziemlich lustigen Fehler zu sehen. Und habt ihr es gesehen? Zugegebenermaßen muss man hier ein bisschen genauer hinsehen, aber wenn man das macht, dann kann man ganz genau sehen, wie Leonard einfach mal mit der falschen Seite des Bogens spielt. Nämlich mit der Stange statt mit der Rosshaarseite. Was nicht ganz richtig ist. Und wenn ich sage nicht ganz richtig, dann meine ich überhaupt nicht richtig. Ganz streng genommen existiert zwar eine ungewöhnliche Technik, die sich Collenio nennt und bei der man die Rückseite des Bogens verwendet. Play with the wood. Aber das wäre wirklich ein ganz anderer Fall, der auch komplett crazy und anders klingt als das, was die hier spielen. Und sowieso nicht der Rede wert ist, weil das auf jeden Fall nicht das ist, was die hier machen. Nope, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Aber ey, solange es Leslie nicht auffällt und sie weiterhin Leonard für seine Fingerfertigkeit Komplimente macht, ist doch alles gut? Ja. Ist alles gut. Im folgenden Punkt geht die Reise dank dem Hinweis von Sophia Klinsch kurz nach L.A. In der ersten Episode der 9. Staffel der Serie Navy CIS L.A. herrscht im Team ein großes Chaos. Die Leiterin Hattie ist in den Ruhestand getreten und eine neue stellvertretende Direktorin kommt ins Spiel, nämlich Shay Mosley. Executive Assistant Director Mosley. Nachdem die Folge mit dem Problem eingeleitet wird, dass Nordkorea eventuell eine Atom-Langstreckenrakete auf L.A. abfeuern will, haben, dass Nordkorea auf Los Angeles eine Rakete abschießen will, geraten die Agenten Colin und Kenzie durch einen Videobeweis an die Adresse eines äußerst verdächtigen Mannes. An dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung für die, die die Serie gucken. Bei der Adresse angekommen, geraten sie in eine Schießerei, in welche auch der Verdächtige involviert ist. Dieser kann jedoch fliehen, wird allerdings aufgrund seiner gefälschten Einreisedokumente vom Team aufgespürt. Er soll mit einem gefälschten Pass von Südkorea in die USA eingereist sein und das gerade nicht mit der besten Passfälschung aller Zeiten. Wenn man genau hinguckt, kann man nämlich erkennen, dass der Pass am August 17. 2014 ausgestellt wurde. Warte mal, das hört sich
irgendwie falsch an. Am August 17. 2000 und... Ey, Moment mal! So wird das Datum in deutschen Pässen gar nicht geschrieben. Das ist die amerikanische Schreibweise. Im Deutschen würde es heißen am 17. August 2014. Oder meinetwegen am 17.8.2014. Man könnte jetzt meinen, dass das vielleicht gar kein Fehler ist, sondern nur eine schlechte Fälschung, die von der Story so gewollt wäre. Aber neben der Tatsache, dass die Story nie darauf eingeht, was ziemlich merkwürdig wäre, was zur Hölle müssten das für lausige Special Agents sein, denen sowas nicht auffällt? Das und die Tatsache, dass dieser Typ Herbert Dieter heißen soll. Guck ihn an, Bro. Guck ihn an. Ich meine, yo, das ist der wahrscheinlich letzte Mensch auf der Welt, der Dieter Herbert heißen würde. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch wahrscheinlich der letzte wäre, der sich in seiner Passfälschung Dieter Herbert nennen würde. Okay, der nächste Fehler ist wirklich extrem hardcore. Nein, 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 nein. Ihr versteht nicht. Der ist auf der Skala der Film- und Serienfehler mindestens eine 10 von 10. Mindestens. Ihr glaubt mir nicht? Check it out. Und zwar befindet sich dieser in der Cartoonserie Bob's Burgers, genauer gesagt in der 4. Folge der 5. Staffel. Es ist Thanksgiving, ein Tag, den man mit seiner Familie verbringt und zu Hause lecker Truthahn isst. Naja, also normalerweise, denn Familie Birsche entschließt sich diesmal etwas anderes zu unternehmen. Linda ist nämlich komplett davon überzeugt, dieses Thanksgiving auf einem Jahrmarkt zu verbringen und den Truthahn nicht zu essen, sondern mit ihnen zu laufen. 500 live turkeys running with us. Okay, das klingt gerade ein bisschen komisch, aber gemeint ist quasi, dass es wie eine Art Stierlauf in Spanien ist, nur eben das statt der gefährlichen Stiere. Truthähne mit ihnen laufen. Okay, das hört sich immer noch genauso komisch an. Die Kids sind natürlich direkt dabei. Yay! Nur Bob findet die Idee nicht so besonders gut und bleibt stattdessen zu Hause, was, wie sich später herausstellt, gar keine so schlechte Idee war. Denn am Jahrmarkt angekommen, muss man feststellen, dass irgendwas nicht ganz mit diesen Tieren stimmen kann. Wow, ich bin mir nicht sicher, ob diese Vögel wirklich harmloser als Stiere sind. Doch glaubt mir, wenn ich sage, dass das mit Abstand nicht mal das Seltsamste ist, was mit diesen Truthähnen ist. Denn wir kommen jetzt zu dem Fehler. Mitten im Chaos der Menschenmenge fliegen Vögel umher und es ist ein riesiges Durcheinander. Und wenn ich sage Durcheinander, dann meine ich Durcheinander. Durcheinander. Leute, keine Ahnung, wie sich das erklären lässt, aber plötzlich passiert einfach das hier. What? Warum kommt der eine Vogel durch den Kopf dieses armen Mannes hier? Ich versteh's nicht. Was sind das für kranke Truthähne, die ihren Kopf durch Menschen stecken können? Nee, aber kurz Spaß beiseite. Ich denke mal, dass eine der Ebenen vor dem Render verrutscht und dann bis zur Ausstrahlung nicht aufgefallen ist. Beziehungsweise bis heute nicht, denn anders als der Family Guide Punkt von vorhin ist das nie berichtigt worden. Aber damn, mit Truthähnen ist echt nicht zu spaßen. Wir haben übrigens weitere Filmfehlerfolgen für euch, zum Beispiel eine, in der ihr rausfindet, warum dieser Typ hier in Twilight random in die Luft tritt. Was machst du da? Hör auf damit! Hör auf damit! Falls ihr diese Folge sehen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung oder klickt hier und ansonsten würden wir sagen... Jetzt verrat mir, was in der Lasagne von letzter Woche war! Pesen. Meine Haare.